Hallo und herzlich willkommen zurück bei Open Country. Wir versuchen. Oh, ein Tier? Scheiße. Greift er mich an? Ich gehe mal lieber. Ist das ein Wolf? Ich glaube, das wäre das erste große Tier, was mir hier begegnet ist. Aber der hat nur mal interessiert geguckt. Ich weiß nicht, wie sich ein Wolf in der freien Natur verhält, Menschen gegenüber. Ich bin noch keinem Wolf begegnet. Ich bin auch noch keinem Wildschwein begegnet. Obwohl ich hier in einer sehr bewaldeten Gegend wohne und als Kind schon relativ viel im Wald unterwegs war und in der letzten Zeit natürlich auch wieder, wie manche vielleicht wissen. Aber einem wirklich gefährlichen Tier bin ich so nie begegnet. Fällt mir jetzt auf zumindest spontan nichts ein. Jetzt müssen wir mal sehen, dass wir das Feuer hier irgendwie entfachen können. Ja, die Eule macht sich bemerkbar. Ach, das checke ich jetzt erst, wenn ich. Ah, also wenn ich das Lager mache, ist das Lagerfeuer automatisch mit dabei. Oder wie? Das war ja bei unserem ersten Lager schon genauso. Das ergibt Sinn. Und irgendwie auch nicht. Achso, ich brauche jetzt noch den Bogenbrauch. Bis zum Morgen ausruhen. Speichern wir mal. Und ausruhen bis zum Morgen. Wir haben ja morgen. So kurz wie möglich. I'm hungry. Hello, are you there? Sorry for disrupting the way you think. That's all right. Here's the packet. Thanks for taking the time to bring it over. So you were the ranger around these parts. Yeah, that's me, Ranger Ainsley. You know, these parts are beautiful and may seem quiet, but it can sure be busy work. It sure is. What brings you around these wilds? I just needed to get away for a while. Get away from the daily routine. I feel like I haven't had a rest as good as last night in years. I understand. You know, seeing as you're set for a change of pace, could use a capable hand to help around. I'll reward your help, of course. You're looking for a partner? Yeah, you could say that. How could I refuse a ranger? All right, then. Glad to hear. I'll be around the Snow Ridge Lodge later. Check with me, and I'm bound to find some work for you. In that case, I'll see you around. Excellent. Well, I got to head off. Duty calls. Take care, partner. Junge, ist das ein Sith Lord oder was? Der hätte die Augen des Todes. Also ich habe ein bisschen Angst. Und ich sehe nichts mehr. Ja, sehr schön. Und nun? Was tun wir? Ah. Gut. Ja. Wir haben Parasiten und wir sehen nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt oder ob es die Begegnung mit Ainsley war. Meiner Meinung nach dem Teufel in Person. Also ich glaube, der Albtraum beginnt jetzt. Wir sind blind.
schlafen wir einfach noch mal. Mal sehen, was dann passiert. I'm hungry. Ah. Geht doch. Jetzt wird ihm wieder schwindelig. Machen wir uns mal ein paar Pilze. Na komm, jetzt doch das Feuer. Interagieren. Zubereiten. Die Pilze. Können wir das hier eigentlich brennen lassen? Das ist jetzt nicht wirklich vorbildlich. Aber wir lassen das einfach mal. Speichern nochmal kurz. Gut. Ach, zu Lodge zurück. Gut. Karte. Wir müssen zum Parkplatz, zu unserem Camper. Ob der überhaupt noch anspringt? Wir hatten noch die ganze Nacht die Lichter gebrannt. Nordwesten. Könnten wir für Gary eigentlich ein paar Blumen pflücken? Da würde er sich bestimmt freuen. Aber geht leider nicht. Bisschen traurig. Ist ja auch ein einsamer Mann. Ich glaube, mit ein paar Blumen würde er sich sehr freuen. Welcher Mann tut es nicht? Okay, ich bin schon wieder zu weit gelaufen. Oh je, oh je. Okay. Ah, da sind wir schon. Da ist unser schöner Camper. Das Licht war wirklich die ganze Nacht an. Eigentlich können die Karre nicht mehr anspringen, obwohl ich weiß jetzt auch nicht, was für eine Energieversorgung so ein Camper hat, was der vielleicht noch für Batterien da drin hat. Also bei Breaking Bad haben die es ja auch mal versaut und da haben die nur, weil die dem das Zündschloss, ihr wisst Bescheid, ihr habt es gesehen. Snowage Lodge und zurück geht's. Welcome back, and thanks for the help. I spoke with Ranger Ainsley, and he sounded quite pleased. Here's your reward. Thank you. First order of business will be to get our meat stocks back up. This past winter has left our humble establishment a little thin on the food front. There's plenty of small game out and about in this area if you know where to look. You can use that nifty RV of yours to get around most of these parts. Just tell me where to go and what to look for. Right. Let me show you on this here map. Look here. The place is called the Mellow Meadow. Plenty of rabbits out there. Here. Come back with some game meat. Geil, was zum Ballern. Endlich. What sort of critters am I going to find around there? Oh, rabbits, woodchucks and the likes. If you need more bullets, come back and I can give you more. All right, I'm off. Good luck. Mission abgeschlossen. Oh, sehr gut. Großer Erfolg. Hier sind Spinnweben. Mensch, Gary, mach mal die Bude sauber. Sieht noch sehr realistisch aus. Ja, wer weiß, wie oft ich jetzt schon hier in Spinnweben reingelaufen bin in der Bude. Armer George. Kann ich den auch nochmal anlabern? Nö. Billardtisch ist auch nicht immer noch abgedeckt.
Was macht er eigentlich die ganze Zeit? Nix. Das ist ein Kerl, ey. So. Und wieder zurück. Das hätten wir auch per WhatsApp klären können. Unnötig durch die Gegenkurve da. Kann sein, dass die PlayStation ein bisschen laut wird. Also ich nehme ohne Kopfhörer auf, weil ich mag keine Kopfhörer. Ich muss mitbekommen, was um mich herum passiert. Sehr schön. So, Mellow Meadow. Mellow Meadow, da waren wir da auch schon. Ost-Südost. Let's go. Ich krieg's ja auch da angezeigt, also ich muss eigentlich gar nicht auf der Karte nachgucken, groß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon von Anfang an so war oder ob das schon nachgepatcht worden ist. Sagen wir speichern hier und in der nächsten Folge begeben wir uns nach Mellow Meadow, Meadow Mellow oder wie auch immer. Bestätigen. So, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Rechne ich jedem hoch an und bis dann. Bye bye.